Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Sacred 2 Intentioned Edition Let's Play. Jo. Ich habe ja die Mission nochmals gemacht. Ich musste ja wegen einem kleinen Bug, wo wir nicht teleportiert wurden, in dieser Quest hier oben nochmals neu machen. Und ja, wir haben das im Multiplayer gemacht, einfach LAN. Und genau, jo, jetzt haben wir die Mission auch gemacht und wir haben darum jetzt auch einen Attributspunkt mehr und einen Skillpunkt mehr. Sehr gut. So, es gibt eben so Quests, die wirklich besonders sind. Erstens mal die Quests, die eben so Punkte bekommen, also Fähigkeitenpunkte und Attributspunkte bekommen. Da gibt es vereinzelte, ich kenne aber nur die. Weiß es jetzt auch nicht genau. Welche noch da gut sind. Und dann gibt es noch versteckte Quests, die tauchen einfach plötzlich auf. Und es gibt noch Quests, wo entweder also für Götter sind und für Gesinnungen, also ja, böse und gut, nötig. Ja. Genau. Und das finde ich so toll, also was in diesem Game, in dieses Game reingesteckt wurde, ist extremst. Also man hat wirklich ein rundum gutes Spiel und hat halt einfach ein paar Einschränkungen, dass es nie fertig entwickelt wurde und so. Aber das ja, wurde meistens durch die Patches verbessert oder ja, weggemacht. Oder ja, mit den Mods und ja, mit dem Add-on sozusagen noch. Eisenblut, da gibt es zwei neue Regionen und einen neuen Charakter, eine neue Charakterklasse. Und den finde ich sehr toll, ist aber ein bisschen noch imbalanciert. Ich habe ihn ein bisschen ausprobiert. Ja, gestern Abend noch. Und ja, bin ich sonst ziemlich gut. Er hat ein bisschen komische Sprachausgabe, hat irgendwelche zwei Stimmen oder so und so weiter. Da wurde wahrscheinlich einer gefeuert und der andere wurde eingefügt. Oder er macht einfach extremst gut und ändert dann die Stimmlage. Mega. So, Projektil hat noch eine lange Abklingzeit. Das ist ja jetzt noch nicht so praktisch. Und es schießt mega weit, also ja, manchmal werden Gegner sehr weit weg getroffen. Ist ja nicht immer gut, weil die Drops einfach dann dort liegen, aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, wir finden ja hoffentlich genug Items. So, Fächerblitz ist für den Inquisitor, das ist die Farbe des Inquisitors, das Weinrot. So. Und das ist alles für die Druide. Und der Kurfbogen auch. So. Ja, das ist nicht so Loot 2.0. Es droppen relativ viele Items für andere Klassen, aber zum Beispiel, ja, wie wir, zwei Handwaffen droppen, glaube ich, nicht oder kaum. Also es ist schon ein bisschen. Ja. So, dass man halt auch Items sind für seinen Charakter, aber relativ, ja, wenig, also ungenug, aber nicht jetzt unbedingt jedes Mal ein Schwert oder so für den Schattenkrieger oder so, dass man auch alles spielt. So, jetzt haben wir wieder ein Level Up, deshalb Technikkunde 5. Ich habe jetzt extra nicht Handel genommen, weil Handel macht das Spiel schon ziemlich einfach. Das ist einfach Hidden OP. Und ich kann immer noch andere Charakter spielen, wenn ich dann die Items habe. Mit Handel. Ist mir ein bisschen zu dingles Technik. Ja. Technik. Und dann unbedingt Rüstungskunde. So, und ich tue jetzt. Ja, zuerst mal wirklich besser kämpfen können. So.
Ah, hier sind die Waffen. So, der vor der Taverne. Die Quest. So. Und jetzt geht's schon besser mit dem Abklickzeiten. Also in diesem Spiel, was ich am wenigsten mag, sind diese Abklickzeiten. Ich bin eher gewohnt, wirklich rauszuhauen, zu spammen. Und dann kannst du manchmal, wenn du ein gutes Equip hast oder so, einfach nicht mehr so gut schießen. Okay, es ist nur am Anfang, aber ja. Am Anfang so lange warten zu müssen, kannst du viele Builds einfach noch nicht gut spielen. Machen keinen Spaß und so weiter. Ist ein bisschen doof gewählt am Anfang. Also es ist auch so mit Level 40 noch ein bisschen der Fall, aber jo. Einfach so viel wie möglich runterschreiben. Wir könnten hier rüber, gehen wir aber nicht. Den Schatz holen wir später. Jetzt gehen wir hier runter wieder. Gut. Ja, teleportieren wir uns. Dann können wir die andere Quest auch noch abgeben, genau. So. Jo, und das Spiel hat so viele Vorteile, was andere Hack'n'Slays halt nicht machen. Zum Beispiel, dass es ziemlich viel Rollenspiel ist. Die Open World zuerst einmal. Dann die tollen Sachen, Easter Eggs und oh, es ist einfach so genial. Und trotzdem ist es nicht beliebt gewesen. Viele Leute haben das gar nicht gesehen, wie toll das Spiel ist. Und der Entwickler ist einfach bankrott gegangen. Auch weil sie ein bisschen falsch gewirtschaftet haben, natürlich. Sie wollten zu viel, haben sie es nicht geschafft und sind deshalb bankrott gegangen. Und haben einen schlechten Publisher gehabt. Aber wer sich noch an Shoewood erinnert, die haben viele Fehler gemacht. Die haben halt immer nur aufs Geld geschaut und das sollte man als Spielentwickler nicht. Lieber weniger verdienen, dafür besser. Und deshalb sind auch viele Games einfach so, ja, nicht erfolgreich, oder? Und unter anderem Sacred 2. Wenn ich jetzt ein paar Helfer hätte, ich könnte ein Sacred 3 machen. Also ein richtiges Sacred 3 natürlich. Das ist ja eigentlich ein ganz anderes Game, was erschienen ist. Und hat einfach keinen Spiel Spaß gemacht. So. Und jo. Ich bin halt sehr eingeschränkt, oder? Ich bin jetzt auch nicht so gut Let's Playen und alles Mögliche wie andere. Aber jo. Liegt einfach an meinen Krankheiten. Und die sind schon schwer genug, also. Müsste eigentlich gar nichts machen können. So, will ich, aber auch einfach bessere Leute, also Leute, die wirklich etwas leisten können, um mich zu kompensieren, oder? Und das bekommst du natürlich nicht über, wenn du so klein bleibst. Ja, wie kannst du groß werden, wenn du keine Werbung machen willst und keine richtigen Games leisten kannst und alles mögliche. Also, ja. Schon große Games leisten kannst, aber sie nicht irgendwie spielen willst und alles. Nicht diese Overhype immer mitmachen willst und so weiter. Ja. Ist halt schwer. Dafür mag ich manche Nischenprodukte viel mehr als andere. Ist sogar besser, finde ich. So, also hier müssen wir noch Kiste öffnen. Nein, hier ist gar kein Quest, weil wir die Quest-Folge noch nicht gemacht haben. Schaden, Magie, ist das Magie? Das ist Kälte. Wieso habe ich doch Kälte? Es steht irgendwie, man bekommt Kälte dazu, aber ich habe das andere gewählt. Keine Ahnung. Mal ein bisschen anordnen. Ja, scheinbar ist nichts anderes Gutes. Okay. Und ich bin jetzt momentan sehr schwer entzündet. Also ich habe eine schwere Entzündung.
Und ich habe schweres Asthma. Dann eben die Nervenkrankheit, die dann auch immer dazwischen funkt. Ist ein bisschen schwer gerade momentan. Ich habe jetzt auch lange wieder ein Soundproblem gehabt, deshalb habt ihr wahrscheinlich im ersten Part auch nicht so viel gehört. Weil ich einfach alles resettet bekam. Die blöden Updates gehen mir langsam auf den Geist. Die sind sowas von unnötig und so. Von Open Broadcaster Software und von Nvidia. Das halt einfach dann immer wieder ein bisschen braucht, bis ich das auch verstehe und ja, richtig einstellen kann. Ich habe einfach zu wenig Zeit in meinem Leben. Ich kann nicht Fulltime ganze Zeit Let's Playen und Livestream noch. Also Livestreams werden dann einfach weniger kommen, wenn ich weniger Zeit habe. Let's Plays werden hoffentlich immer einen Part oder so pro Tag kommen. Und jo. Dann halt auch mal irgendwann mal eine Pause passieren. Jo. Aber ich habe einen Heidenspaß. Ich habe durch Let's Plays viel mehr Spaß, als wenn ich nur so spiele. Es ist wirklich ein so tolles Hobby. Jo, ich möchte das natürlich gerne weitermachen. Und ich sehe ja, die Parts werden geschaut, oder? Jetzt wirklich. Jemand schreibt mir wieder, oh, das macht keinen Spaß oder so. Dann würde ich noch darüber nachdenken. Aber so wie es aussieht, werden die Parts geschaut und Kommentare werden auch immer wieder geschrieben. Das ist alles völlig in Ordnung. Einfach, ich kann halt nicht immer so gut Parts machen, weil mir einfach die Zeit riesig fehlt. Ich bin Vollzeit-Fußballer, also ja, ich tue dagegen ankämpfen, gegen meine Krankheiten. Ich spiele Fußball. Okay, da kommen schwer eine Videovorlage über. Und dieses Gesellenstück hat jetzt einfach ja, zwei Sockel. Eine für Schadensarten, das ist der rechte. Und der linke ist ein Silbersockel. Das heißt, können, glaube ich, Ringe reingesockelt werden. Der Bronze, weiß ich gar nicht so genau, kann auch ein Ring sein. Also das Ring und Amulett Silber. Und bei Gold ist es sogar irgendwas Besseres noch. Da ist auch noch eine Kiste. Lol, ich kann die durch den Schrank und durch die Wand aufmachen. Sehr gut. Also dann haben wir irgendwo weniger Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist manchmal, wenn die Rüstung zu hochlevelig ist. Ich verstehe es jetzt nicht. Ja. Aber es ist irgendwie langsamer geworden. Also eben diese Sachen brauchen wir nicht. Die sind zu lowig. So. Ah ja, diesen einen Feuerding hätte ich noch nehmen können. Feuerstein. Lavabrocken, genau. Aber die braucht man irgendwie kaum noch, also am Anfang nicht. So mit Level 150, ja 120 ungefähr, bräuchte man die manchmal gegen Bosse oder gegen einzelne Gegner. Aber das ist sowas von noch nicht nötig. Ja, verwende ich mal noch nicht. Okay, Zauberstäbe leider auch noch nicht. So, haben wir denn genommen, ja. Also, wir gehen zur nächsten Quest. Das ist eine Quest, die ziemlich speziell ist. Die kann man auf zwei Arten lösen. Den ersten ist einfach Teddybär holen und Bären töten und danach wieder zurück zum Mädchen gehen. Oder man nimmt den kleinen Bären, das Bärenbaby mit und löst dann die Quest. Und das ist natürlich die bessere Wahl. Die machen wir auch. Wir dürfen aber nicht zurück zu ihr gehen, sonst geht's ja, geht der Bär automatisch zu ihr, der kleine Babybär. Und wir können sozusagen großziehen, wenn wir einfach durch die Landschaften reisen. So. Wieso kommst du mit? Okay.
Es gibt auch nicht mal nach Bugs und so weiter. Na, Kinder sollten eigentlich in den Städten bleiben. Es ist gefährlich hier. So, hier haben wir einfach Bären und Fallen. So. Okay, jetzt müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel Bären anlocken. Die sind ziemlich schwer. Okay, jetzt auch nicht mehr so. Im Drachenmagier sind sie noch ein bisschen schwer gewesen. Oder sie sind einfach Hochlevel gewesen. Jo, und der Drachenmagier mit Wind, der muss man einfach ein bisschen. Ja, genau, er ist stark. Oder sie, die Bärenmama. Okay, gut. So, bevor wir da reingehen, gehen wir mal noch hier rein. Ja, hier hat es irgendwelche Vasen. Könnte eigentlich die Quelle gewesen sein von Schönblick. Denke schon. Ist leider jetzt verlassen, von Bären bevölkert. So. Du kommst mit, annehmen. Wenn man ablehnt, ich weiß nicht, was passiert. Wahrscheinlich bleibt er hier. So, und wir haben einen Level up. Gut. Nächstes Mal nehme ich mal ein bisschen Rüstungsschutz. Wir nehmen nochmals Kette. Wieso zurückwerfen? Genau, und hier Railgun. Unbedingt. Also der Schaden, ja, wäre schon gut aufzumotzen. Aber wenn wir zähe Gegner haben, dann haben wir noch den Flammenwerfer und da das Ding. Also ich denke, so wie ich im Guide gelesen habe, ist es besser. Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir viel öfter schießen. Sehr gut. Sonst können wir das mit einem AT-Ton noch ändern. Ich will aber nicht cheaten, also ich möchte jetzt nicht unbedingt das verwenden müssen. Also nur kurz, um die Punkte zu ändern, aber dann haben wir immer noch freie Punkte wieder. Also die Anzeige ist wieder da. Das nervt dann. Ich denke, so ist gut. Wir machen genug Schaden. Und wenn wir den Eischaden unbedingt brauchen, ja, dann müssen wir es halt machen. Oder nicht unbedingt, aber. Ihr wisst schon. Weil er macht jetzt schon genug Schaden, Projektile, obwohl wir noch nicht viel gemordet haben. Ja. Also vor allem Verkettungen sind halt wichtig. Wenn zwei Gegner da sind, glaube ich, machen sie immer hin und her. Und viel besser. Ich nehme den Auftrag die Quest. So, hier haben wir ganz viele von diesen Goblins. Trulin. Ja, Kobolde, genau. Was ist euer Anliegen? Aber sie reden immer von Trulin irgendwie. Ja. Und die sind einfach weiter oben. Und jetzt noch nicht hier. Ja, da werden wir bald dann auch hinkriegen können. So. Und noch ein Schritt. Ein versteckter Schatz, cool. Im ersten Part hatten wir ja keine. Jetzt in diesem Abteil, also in dieser neuen Map, haben wir dafür sehr viele. Und zur Ende der Kampagne können wir dann auch im Multiplayer noch ein bisschen etwas rausholen, bevor wir dann auf Gold wechseln können. Wollen. Und das werden wir auch ein bisschen machen. So ein bisschen Boss Rush, ein bisschen ja, Quests wiederholen oder so. Ein bisschen Gegner erkunden. Aber wir haben ja noch Blut und Silber. Blut und Silber heißt das ja dann. Die zwei Regionen und alles mögliche. Es gibt noch genug zu sehen. Und dann eben Gold. Kann ich einmal leisten dann. Ein bisschen. So. Ja. Wieso sehen jetzt eigentlich diese Zaubertränke hier anders? Ich bin doch immer noch auf Silber. Sind das für Level 5?
Wir sind Level 6, okay. Das ist absehbar. Einzelnen von euch Kobolden terminieren. Außer ich habe gestartet und das ist wieder auf Bronze gewesen. Nein, nein, ist schon noch selten. Sieht man das irgendwo? Also ich werde ein bisschen die Dinge beobachten. Ja, es ist auf Bronze. Mist. Okay, müssen wir das nochmals kurz wiederholen im nächsten Part. Nein, ich habe automatisch gestartet. Und scheinbar mag das Spiel das nicht. Jo. Also Bronze ist jetzt nicht viel einfacher, nur die Level sind nicht so hoch. Und ich möchte lieber die Level hoch haben, als die Gegner. Oder wir machen es auf Bronze, aber dann ist es ja, dann kommen wir ja nicht auf Gold. Genau. Also werden wir einfach diesen Part hier noch. Oder wir starten einfach nochmals neu. Ich schaue mal kurz die Quest hier noch an. So. Die Götter können stolz auf mich sein. Jetzt müssen wir dorthin. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Quest so gut geht. Okay. Boah, der mit den Fäusten. Ey. Oh, ich gewinne, ich gewinne. Das nervt mich mit dem Schwierigkeitsgrad. Dass man das automatisch zugewiesen bekommt. Okay. Also wir machen nur die Hauptquest. Und die Charakterquest. Und jetzt bitte richtige. Das ist so ein kleines Fenster, sieht man ja nicht mehr. So. Gut, also durch den Schwierigkeitswechsel, nein, durch den Ding. Ah, wir müssen es gar nicht mehr machen. Cool. Okay. Okay, ein bisschen müssen wir noch machen. Aber das ist sowas von blöd gemacht. Da kommt doch kein Neuling raus oder einer, der sehr lange Pause macht. Okay, die habe ich scheinbar geholt. Also das Ding, ja, der Bär müssen wir noch holen, genau. Dein Wunsch kommt mir gelegen. Ja. Ich werde es tun. Mission abgeschlossen. So. Der Bär wird jetzt schwieriger werden. Oh, also bei manchen Sachen würde ich das sofort ändern. Empfange mein Urteil. Weil so Buffs wieder nachcasten zu müssen und so, das ist ziemlich auch verwirrend. Muss man zuerst checken, ob das man das nochmals machen muss. So. Man kann sie ja immer wieder deaktivieren. Deaktivieren geht halt nicht immer automatisch. Naja. So, nochmals. Also ich muss auf jeden Fall einen Rüstungskunde und einen Technikkunde wegen dem Schaden. So. Und das andere mache ich dann später wieder ein bisschen. So. Niemand hat sie gerne. Sie ist völlig schwach. Ich tu die nicht am Boden festhängen lassen, glaube ich. Das ist eine Bärenfalle. Irgendwie, wo Bären nie reingehen. Hey. Und du, Mama? Bist nicht gut. Hey! Gottchen! Die stunt und macht mega Schaden. Kampfmodus aktiviert. Okay, ich nicht so viel Werte. Okay, die ist in diesem Schwierigkeitsgrad natürlich noch ein bisschen zu schwer, zu unbalanciert. Schwer ist sie nicht. Der Heiltrank, der trinkt, also der Charakter trinkt nicht immer. Irgendwie mag das Spiel einfach diese Animationen oder so nicht auszuführen oder so, dass er trinkt, dass er überhaupt Heiltrank, also Lebensenergie bekommt. Da muss er immer drauf spammen. Okay. Ja, gut versteckter Schatz mit
Schrott drin. Wieso machen Entwickler manchmal so Fehler wie zum Beispiel eben Next Hit Delay und dann alles abbrechen oder so? So Sachen. Weil die Entwickler sich einfach zu wenig Gedanken machen bei der schnellen Arbeit. Oder einfach das Spiel zu schnell fertig haben möchte. Ich möchte ja Geld verdienen. Ja, dann bringt das Spiel raus und wartet auf Spenden. Kostenlos. Kostenlos Spiel rausbringen. Erst dann Geld verlangen, wenn das Spiel auch fertig ist. Das schafft fast niemand, weil ja, jeder meint, er könnte ein so großes Spiel und ein gutes Spiel wie möglich machen. Das ist halt das Problem der Gaming-Industrie. Sie schaffen es einfach nicht, ja, nett zu sein zu den Spielern. Wenn ich jetzt so diese heutigen Bug-Desasters anschaue, dann würde ich eher Geld verlangen, als Geld bezahlen für die Entwickler. Ist einfach so. Ja, auch dieses Spiel hat eben Bugs. Und trotzdem liebe ich es natürlich schon. Es kommt drauf an. Eben. Es ist, wenn jetzt ständig ein Bug auftaucht, dann ist es schon negativ. Aber wenn ab und zu, wie in diesem Spiel, ja, einfach irgendwelche Bugs entstehen, dann ist es wie eine Motivationsspritze, oder? Es ist wie so, ja, gut, ich möchte gerne das Spiel spielen, wenn es ja bald irgendwann mal gefixt wird oder so. Und nicht, ja, in Ruhe gelassen wird, wie dieses Spiel halt jetzt mittlerweile. Wieso gibt es keinen Community-Patch mehr? Also, wieso gibt es keinen Mod mehr? Wieso gibt es keine, ja, Erweiterung in diesem Mod zum Beispiel mehr? Und so weiter. Fragt sich wirklich. Jo, ist der Spieler halt so neumodisch, muss er immer den neuesten Quatsch spielen? Oder reicht es, wenn man halt das Fanservice gibt und alles mögliche? Also Modder müssen es eigentlich nicht machen, aber Entwickler. Und Modder verdienen auch viel Geld. Wenn sie es gut machen. Ihr Kobolde macht mir Angst. Ich würde gerne das Spiel modden, aber ich verstehe einfach die Programme nicht. Also wenn jemand irgendwie das verständlichhaft sagen, erklären kann und so, dann würde ich sich gerne melden. Ich bräuchte da schon alles, also ich bräuchte die anderen Programme natürlich auch. Vielleicht brauche ich Blender oder irgendwelche anderen Zeichenprogramme noch. Aber ich würde jetzt gar nicht mal so viele Texturen oder so einfügen oder Sounds, sondern alles einfach besser machen. Also jetzt ist langsam wieder einfacher geworden. Oh, der Mod ist einfach schwer. Da muss man halt manchmal auch ein bisschen sammeln. So, und hoffen, dass es einfach besser wird dann. So. Oder in kleinere Regionen zurückgehen. Schwierigkeitsgrad hat wechseln, wenn man am Anfang noch ist. So herum. So, wir müssen Konstitution dann haben. Schmied und Reiten brauche ich nicht. Konzentration bräuchten wir noch. Machen wir später. Alte Magie. Also das hier. Ich glaube, es ist genug von Rüstungskunde gerade. Das müssen wir ein bisschen langsamer nach oben treiben am Anfang. Also was ich jetzt eigentlich zuerst will, ist wirklich die wichtigsten auf Meisterstufe machen. Und dann auch die nicht so wichtigen. Vor allem der Schaden muss halt schon stark steigen. Jo.
noch ein bisschen aggressiver werden. Hallo. Spiegelbild. Ja, ist der Wächterkonstruktion. Ja, ja. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Aber der Part ist vorüber. Machen wir mal kurz Pause. Die Zeit ist wieder ein bisschen über 30 Minuten. Naja, okay. Eine Reliquie haben wir noch. Gut. Jo, Dankeschön fürs Zusehen. Im nächsten Part geht's hier in Zweibach weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Jo. Tschüss.